Last week. Letzte Woche. We had a glorious fellowship. Hatten wir einen wunderbaren Gottesdienst. And the Spirit of God showed up. Und der Geist des Herrn war hier. There was something I saw around 4 a.m. when I was praying. Um 4 Uhr morgens habe ich etwas gesehen, als ich gebetet habe. It took long. I was busy. I saw an angel with a body part. Ich habe einen Engel gesehen mit Körperteilen auf einem Tablett. And I knew that supernatural miracle is going to take place. Ich wusste, dass übernatürliche Wunder geschehen. And I keep watching. Und ich sehe weiter. And I was praying. Und ich habe gebetet. I saw more angels lined up. Und dann sah ich, wie mehr Engel da in der Reihe standen. And I see something mind-boggling is about to happen. Ich sagte, etwas, was den Verstand sprengt, das wird passieren. So I really want to plead with every one of you. Und ich möchte euch einfach alle bitten, to reject distraction of any kind. Dass ihr euch absolut nicht ablenken lasst von irgendetwas. In whatever is going to stand on your way, kick it out. Und was immer sich in den Weg stellen will, dann legt es jetzt beiseite. Because God is about to do something in our lives. Denn Gott ist dabei, etwas zu tun in unserem Leben. I tell you, 2021. Ich sage euch, 2021. You will look back. Du wirst am Ende zurückschauen. And you will say, und du wirst sagen, this is my year. That was my year. War mein Jahr. Amen. Amen. Praise God. Preist dem Herrn. So I just want to encourage you not to let anything distract you. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch von nichts ablenken lasst. The reason why we are here. Der Grund, warum wir hier sind, is because of God's word. Ist, weil wir Gottes Wort haben. You see, Matthew 24, verse 35, Jesus said, heavens and the earth shall pass away, but my words shall not pass away. In Matthäus 24, Vers 35 sehen wir, dass Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In Isaiah and chapter number 55:11, Jesus, the God Almighty said, my word that is gone out of my mouth will not return to me empty. It will not come by void. It is going to go and do what I say. It will prosper in what I have assigned it to do. Say amen. Und in Jesaja 55, Vers 11 spricht der Herr, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. See, listen, without these promises, ohne diese Verheißungen our meeting will be useless. Wäre unsere Versammlung hier sinnlos. It will be gathering of religious bonds that are confused or shadow boxing. You know, they don't know what they're doing. Just doing something because that's what everybody's doing. Das wäre einfach nur ein Treffen von irgendwelchen religiösen Leuten, die gar nicht richtig wissen, was sie tun, die einfach nur so tun, als ob. Hey guys, we're here to celebrate life. Hey Leute, wir sind hier, um Leben zu feiern. And you really need to know this. Und das musst du wissen. That's why we're here. Deswegen sind wir hier. I don't know why you're here. Ich weiß nicht, warum du hier bist. But you know why I'm here? Aber weißt du, warum ich hier bin? I've seen Jesus. Ich habe Jesus gesehen. And I know he's real. Und ich weiß, er ist real. Say amen. Sag Amen. And a miracle is coming to someone. Und jemand erlebt ein Wunder. Right now. Jetzt. Amen. Amen. There was something that happened to me. Da ist mir mal etwas passiert. I shared a testimony with you of what happened in 2007. Ich habe das letzte Mal erzählt, was mir passiert ist 2007. About the guy we met at St. Cruz, I told you. Right? Ich habe euch von diesem Mann erzählt, der Metall in seinem Bein hatte, weil er sein Bein gebrochen hatte. I'm being sincere, okay? Und ich bin ehrlich. When after the guy was healed. Nach der Heilung des jungen Mannes. And the metals disappeared. Wo dann das Metall plötzlich nicht mehr in seinem Bein war. I was so excited. War ich so begeistert. And I went to God in prayer. Und ich bin zu Gott ins Gebet gegangen. And asked God. Und habe Gott gefragt.
How did that happen? Wie hast du das gemacht? I mean, I'm being sincere, honestly. Ich bin ehrlich gesagt, also ich bin ganz ehrlich hier. God, this was metal in his legs. Er hatte diese Metallschrauben und Platten in seinem Bein. And he disappeared. Und nach dem Gebet waren die weg. Now, how did that happen? Wie konnte das passieren? I was a fool. Ich war töricht. Exactly. To ask God such questions. Gott diese Frage zu stellen. So, and God asked me, und Gott hat mich gefragt, if you take any object to the sun, wenn du irgendeinen Gegenstand in Richtung Sonne bringst, if it's possible for you to get to the sun, okay, wenn du selber da überhaupt in die Nähe von der Sonne kommen könntest, what is gonna happen? Was würde dann passieren? I said, it's gonna melt. Er hat gesagt, es schmilzt. And God asked me, und Gott hat mich gefragt, my glory and the sun, which is stronger? Meine Herrlichkeit und die der Sonne, welche ist stärker? I said, I'm sorry, sir. Und es tut mir leid, Herr. Praise God. Preis dem Herrn. See, I don't know what you put before you as impossibility. They don't exist with God. They don't exist. Ich weiß nicht, was möglich siehst, aber bei Gott gibt es kein Unmöglich. They don't. Es gibt keine Unmöglichkeit. Jesus said, the things which are impossible with men, he said, they are possible with God. Jesus sagte, das, was denn bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. So all you need is to renew your mind. That is, change the way you think and think alongside God's word. Du musst nur deine Gedanken erneuern und denken, wie er denkt, und gemäß seines Wortes, seinem Wort denken. Amen. Amen. In 2013, I will not forget when I was in India on a crusade. 2013 war ich in Indien auf einer Evangelisation, und das werde ich nicht vergessen. There was a lady. Da gab es eine Frau, that had kidney failure. Deren Nieren versagt hatten. And she was on dialysis for 18 months. Und sie sagte, it was bad. Es war schlimm. She had to go twice in a week. Es war so schlimm, dass sie zweimal in der Woche dahin musste. And she was on a waiting list. Und sie war schon auf der Warteliste. And she came to this program. Für eine neue Niere. Und sie kam dann zu diesem Programm. Listen, when this grace shows up, weißt du, wenn diese Gnade kommt, at times the Holy Ghost allows me to see. Dann erlaubt mir der Heilige Geist manchmal zu sehen. At times. Manchmal. Okay? There are the ones he will do it, and I will be asking, did it happen? Das sind Dinge, die er tut, und ich frage dann, ist das passiert? Ist das wirklich passiert? Praise God. Preist dem Herrn. All right. So there was a woman. They carried her on a stretcher. Her heart failed. Und in diesem okay. Programm war auch eine andere Frau, die sie auf einer Trage brachten, weil ihr Herz ganz, ganz schwach war. So now, these are two cases. Es waren also diese beiden Frauen. So that woman that was carried on a stretcher, und diese Frau, die auf einer Trage gebracht wurde, I told the lady that had kidney failure, ich sagte der anderen Frau mit den Nierenproblemen, I said, the moment this woman is healed, ich sagte, sobald diese Frau mit den Herzproblemen geheilt ist, bist du auch geheilt. I mean, she would say, I don't know this guy, I don't know what he's talking about. Vielleicht dachte sie, was ist das für ein Mann? Ich kenne den gar nicht, was will der? Because there was no way we could test her. Denn wir konnten sie auch nicht vor Ort testen. And I tell you, und ich sage dir, that woman on stretcher, die Frau auf der Trage, when the power of God hit her, als die Kraft Gottes auf sie kam, she was trying to come up from the ground, versuchte sie aufzustehen vom Boden, and someone wanted to help her, jemand wollte ihr helfen. You know what she did? Weißt du, was sie hat ihn beiseite geschoben. Leave me. Lass mich, ich mache das she alles. Got up, sie ist aufgestanden and walked, und ist gelaufen, came back, zurückgekommen, walked again, wieder hingelaufen, came back, wieder zurückgelaufen. And the next time, she ran. Und dann beim dritten Mal and I told the lady with the kidney, und dann sagte ich der Frau mit dem Nierenproblem, say you healed. Du bist auch geheilt. I mean, I was there for a few days, okay? Ich war mehrere Tage dort. And I came back to Germany. Und dann war ich kam ich wieder nach Deutschland zurück. And that lady went to her doctor. Und diese Frau ging erstmal wieder zur Dialyse.
I can't explain what happened, okay? Ich kann das nicht genau alles erklären, was da passiert ist. When it was her turn, aber the machine stopped working. Sie sagte, als sie dann an der Reihe war, hat die Maschine nicht mehr funktioniert. So she had to go back. Also musste sie wieder nach Hause. She went on back on Friday. Dann ist sie am Freitag wieder hingegangen. It got to her turn. Dann war sie wieder an der Reihe. The machine stopped working. Und die Maschine ist wieder ausgefallen. So the doctor told her to come back next week. Und dann hat der Arzt gesagt, sie soll nächste Woche wiederkommen. So she was there next week. Und sie sagte, nächste Woche? And the doctor said, wait a minute. Sagte, der Arzt sagte, warte mal. You've not received twice, right? Zweimal keine Dialyse. And they carried out tests. Und dann haben sie sofort einen Test gemacht. And the doctor told Und der Arzt sagte ihr, said, your kidney is sound. Sagte, deine Nieren sind völlig in Ordnung. I tell you. Glory to God. Ehre sei Gott. And she didn't believe it. Und sie hat es gar nicht geglaubt. So she went to another doctor. Dann ist sie zu einem anderen Arzt gegangen. And the doctor told Und der Arzt sagte ihr, brand new kidney. Das sind ganz neue Nieren. She didn't believe it. Sie hat es immer noch nicht geglaubt. So she was busy going from one city to the next. She didn't believe it because it was 18 months on dialysis. Sie wollte das einfach nicht glauben. Sie ist von einer Stadt zur anderen gegangen, denn vorher war sie 18 Monate lang an der Dialyse. After 6 months. Nach 6 Monaten. She finally accepted it because she wasn't on dialysis. Hat sie es endlich akzeptiert, dass sie gesund ist, denn sie brauchte in der ganzen Zeit keine Dialyse mehr. So, and they took a video, und sie haben ein Video gemacht, testimony and sent it to us. Ein Video erstellt und das zu uns geschickt. So, our guy in India that coordinated the program, und unser Mann in Indien, der die Programme organisiert, called me and informed me. Hat mich angerufen, mich informiert. I remember that day we were in Berlin. Ich weiß, an dem Tag waren wir gerade in Berlin. I tell you, if you see me in Berlin, it's like I was flying. Oh, an dem Tag, wenn du mich in Berlin gesehen hättest, ich habe mich gefühlt, als ob ich fliege. And then, after he told me this, nachdem er das mir sagte, I said, did it happen? Ist das wirklich passiert? Said, yeah, it happened. Ja, es ist wirklich passiert. And the lady told me, said, Pastor, und die Frau sagte mir, Pastor, I want to marry. Ich will heiraten. I say, in fact, I'll pray with you. Und sagte, kein Problem, ich bete mit dir. Because it's like from death to life. Dann ist für sie was wie vom Tod zum Leben. That marriage hope already was quashed by darkness. Sie hatte schon ihre Hoffnung aufgegeben, jemals zu heiraten. And now, und jetzt, she got a brand new hatte sie neue Nieren by the power of the Holy durch die Kraft des Heiligen Geistes. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Jesus is all that thrills my soul. Jesus ist alles, was meine Seele begeistert. In all that thrills my soul is Jesus. He is more than life to me, and the fairest of 10,000, he my blessed Lord I see. You are all du bist the truth. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. In Nigeria. In Nigeria. In Port Harcourt. In Port Harcourt. In 2002. Frau. The family sold everything they had. Die Familie hat alles verkauft, was sie hatte. To save her. Um ihr zu helfen. Her testimony, she said they've gathered 24 million. They sold their land, houses, everything. Die hatten 24 Millionen zusammengebracht. Also sie haben alles verkauft, Grundstück, Haus und so weiter. You know how I put her name, registered her name on my telephone, 24 million lady. That's how we call her, 24 million. Bei mir im Telefon ist sie als 24 Millionen Frau gespeichert. Okay. So, and she was supposed to travel to India on Monday. Und sie wollte am Montag
nach Indien reisen, um dort eine neue Niere zu bekommen. And she was carried to the program. Und sie wurde zu dem Programm, das vor diesem Montag stattfand, gebracht. This happened in the morning section, so I was having a seminar in one of the buildings upstairs. She could not climb the staircase. She could not climb. Und das war am Morgen, als ich in einem Raum in diesem Gebäude so ein Seminar hielt, und sie konnte aber die Treppen nicht hochsteigen zu diesem Raum. I'm going to call the story short. After she was healed. Ich mache jetzt die Geschichte ganz kurz. Sie wurde geheilt und danach. In the evening. Am Abend. When this lady came. Als diese Frau kam. And Bob told me. Und Bob Manuel sagte Bob mir. Bob Manuel, my guy in the United States. Mein Freund in den USA sagte mir, der war mit dort. He told me, say, sir, this is the lady that was, if you see the lady, she was walking like this. I thought, did I see well? The same lady that was being aided in the morning is now walking like a model, walking on stage. I look at her and say, only Jesus can do this. Und mein Freund sagte mir, das ist die Frau vom Morgen, die kaum laufen konnte. Und wenn du sie gesehen hast, wie sie da auf der Bühne lief, wie ein Model. Only Jesus. Nur Jesus kann das tun. Amen. See, I just want you to know, there's no reason to hang your clothes. Ich möchte einfach, dass du weißt, es gibt keinen Grund, das Handtuch zu werfen oder aufzugeben. Amen. Praise God. You saw the testimony of what happened last Sunday, right? Ihr habt das Zeugnis vom letzten Sonntag gehört, oder? Excuse me. Maybe you didn't get a testimony. Vielleicht hast du es ja nicht gehört. Wait a minute. Dann suche ich das mal schnell. Praise God. Preis dem Herrn. There is a Savior, and es he's real. Gibt einen Retter, der real ist. You know, I wrote here, miracles have started. That was last week's Sunday, okay? Das ist letzten Sonntag passiert. Here is a testimony of God's greatness. Is that Pastor Sammy mentioned today a lady with a wound in her private region? I received this word from me because I had discovered some lumps in my private region some months ago. I felt a strong touch in the service today, and when I checked myself, I couldn't find anything again. Glory to God. Give Jesus praise. Das ist ein Zeugnis von letzter Woche. Eine Frau berichtet, dass im Gottesdienst wurde erwähnt, dass eine Frau da ist, die hat eine Wunde in ihrem Intimbereich, und sie selber hatte seit einigen Monaten Knoten dort und fühlte während des Gottesdienstes eine starke Berührung vom Herrn, und als sie sich nochmal geprüft hat, angeschaut hat, war alles weg. Ehre sei dem Herrn. Amen. Amen. Another one was a brother. Und dann war noch ein anderes Zeugnis, ein Bruder. That had been trying to book a flight. Der versucht hat, einen Flug zu buchen. And it was around 1,500 euros. Und der Preis lag bei 1,500 Euro. And the booking wasn't even working at all. Und das Buchen hat gar nicht funktioniert. And then after the fellowship. Und nach dem Gottesdienst. I mean, it's a little long. Otherwise, I would have loved to read this to you. Okay. Ich hätte das jetzt auch vorgelesen, aber das ist länger. And then after he went home. Nach dem Gottesdienst ist er nach Hause gegangen. And then, in fact, it's a long story. And he booked. Do you know how he got it? He got it 500. Everything we booked everything 530 euros. I mean, just check it. So he wrote me and said, "This is strange." Miracles. Und er konnte einen Flug buchen für gerade mal 530 Euro, und er hat mir geschrieben, das ist wirklich ein außergewöhnliches Wunder. Amen. Amen. And there is a brother here in shipping business.
Shipping business. Und es gibt einen Bruder hier, der so Container verschifft. His container has been detained for a very long time, und very long time. Seine Container wurden lange, lange Zeit nicht freigegeben. After Sunday, und nach Sonntag it was released. Wurden die endlich freigegeben. Strange miracles. Außergewöhnliche Wunder. Amen. Amen. And I tell you, great things are on the way. Und ich sage euch, es liegt Großes vor uns. And I want to encourage you, und ich möchte euch ermutigen, to stay strong, dass ihr stark bleibt and keep focused. Und fokussiert bleibt. Amen. Amen. Praise God. Preist dem Herrn. I see someone with someone that have you have something with urinary tract infection. Ich sehe, dass jemand eine Infektion hat in den Harnwegen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. I rebuke that. Ich widerstehe dieser Infektion. And I command it to go. Und befehle, dass sie verschwindet. Listen, if this person want to pass water, you feel pain. Diese Person hat beim Wasserlassen Schmerzen. I rebuke that in Jesus' name. Ich widerstehe dem in Jesu Namen. And I command the body to begin to function properly. Und ich befehle, dass der Körper wieder ganz normal funktioniert. Right now. Jetzt. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Master, I give you praise for healing. Meister, ich preise dich für deine Heilung. Thank you, Lord. Danke, Herr. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. There's someone, one of your nostrils is blocked. You will find it difficult to breathe. Jemand mit einer blockierten Nase, also ein Nasenloch ist blockiert und du hast Schwierigkeiten beim Atmen. I rebuke that in the name of Jesus. Ich widerstehe dem in dem Namen Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you in the name of Jesus. Danke in dem Namen Jesus. Oh, glory to God. Ehre sei Gott. Amen. Are you ready for miracles? Seid ihr bereit für Wunder? Something is happening. Etwas geschieht. Amen. Glory to Jesus. Ehre sei Jesus. Thank you, Father God. Danke, Vater Gott. Jesus, mein in Jesu mächtigem Namen. There's something I told you already that you know what something about Jesus. Ich habe euch schon gesagt, da ist etwas an Jesus. There's something about Jesus. Da ist etwas an Jesus. That we all need to look into. Das wir uns alle anschauen sollten. Amen. Amen. See, if you find out for yourself, I tell you, you will be happy. Wenn du das für dich selbst herausfindest, wirst du dich freuen. You will be happy. Du wirst dich freuen. Amen. Amen. But if you are not able to see this, your heart will fail. Aber wenn du das nicht sehen kannst, dann wird dein Herz verzagen. Because it's not going to get good out there. It's not going to get better. Denn da draußen, das wird nicht besser. But with Jesus. Aber mit Jesus. You mount on wings like eagle. Wirst du aufsteigen auf Adlersflügen. Your strength will be renewed day by day. Deine Kraft wird Tag für Tag erneuert. Amen. Amen. When I look into Jesus, wenn ich Jesus anschaue, all I see is the superior lifestyle. Alles, was ich sehe, ist dieses übernatürliche Leben oder dieses higher life, dieses hohe Leben, ein signs, wonders, Zeichen, healings. Wunder. Heilung, miracles, Wunder, Machttat, victory, Sieg. There is no defeat in Jesus. In Jesus gibt es keine Niederlage. Amen. Amen. You know what the Bible said? Weißt du, was die Bibel sagt? That the one who comes from above is above all. Der von oben kommt, ist über allem. Praise God. Have you ever seen a jet fighter? Hast du schon mal gesehen, ein Kampfflugzeug? Coming to bomb your area, you brought out catapult.
dass deine Gegend bombardieren möchte und du stehst da unten mit einem kleinen Katapult. The pilot is going to laugh at you. Der Pilot wird über dich lachen. One bomb. Eine Bombe. You will go inside the deepest part of the earth. Und du wirst in der Tiefe der Erde verschwinden. See, do you understand what we're talking about? We're talking about Jesus. Weißt du, verstehst du, wenn wir von Jesus reden? He's from above. Er ist von oben. And you too. Und du auch. Amen. Amen. You see, when you, if you can, say, Jesus said, he said, you are not of this. Jesus selbst sagte, ihr seid nicht von dieser Welt, sondern von oben. And that's how we should think. Und so solltest du denken. Stop talking negative. Hör auf, negativ zu sprechen. Speak like Jesus. Sprich wie Jesus. That man spoke differently. Dieser Mann sprach anders. A man died. Ein Mann starb. And they told, a man was sick. Oder ein Mann war krank. Lazarus, and they told Jesus. Und sie sagten Jesus. And Jesus said he's going to come to him. Und er sagt, ja, ich komme. And Jesus was on the way, never disturbed, was never disturbed. Und Jesus, als er dann auf dem Weg zu diesem Mann war, der war nie beunruhigt. And then the man died. In der Zwischenzeit, bevor Jesus ankam, ist Jesus gestorben. Not Jesus, Lazarus. Lazarus gestorben, right. Entschuldigung. Danke. And the guy was buried. Und dieser Mann wurde 4 days already begraben. Und als Jesus ankam, war Lazarus schon 4 Tage im Tod. Praise im God. Grab. And then when Jesus heard it, und als Jesus das hörte, he told the disciples, sagte er den Jüngern, our friend is sleeping. Let us go and awake him. Unser Freund schläft. Lasst uns hingehen und ihn aufwecken. The disciples say, if he's sleeping, it's good for him. Und die Jünger sagten, na, wenn er schläft, dann ist das gut für ihn. They say he's sleeping. Er schläft. Jesus called dead sleep. Jesus nannte Tod schlafen. That's a different kind of life. Das ist eine andere Form von Leben. Amen. Amen. That is how heaven speaks. So spricht der Himmel. Amen. Amen. Now, if you read what Paul said in 2 Corinthians in chapter number 12 and verse 3-4, I believe. He said, I knew a man in Christ who went to hell here. He said, if you say it, people won't understand you. That's it. Und wenn du das siehst in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 2, da sagt Paulus, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er entrückt wurde. Und ich weiß, dass er Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Do you understand? In heaven, im Himmel, you don't say, I'm hungry. Sagst du nicht, no. Ich habe Hunger. And it, see, if you're hungry here, wenn du hungrig bist hier auf der Erde, you say, I'm hungry. Sagst du, ich bin hungrig. No, in heaven not. Im Himmel nicht. I eat. Im Himmel sagst du, ich you're esse satisfied. Und du bist satt. Do you understand me? Verstehst du? Praise God. Preist dem Herrn. I drink. Ich trinke. And does it. Und dein Durst ist gestillt. Paul said, I heard words. Paulus sagt, ich habe Worte gehört, die zu schwer sind auszusprechen. Die Menschen würden die nicht glauben. So Jesus said he was sleeping. They didn't understand him. Jesus sagte, er schläft, aber seine Jünger verstanden ihn nicht. And then he said he is dead. Do you now understand? Bis er schließlich sagte, Lazarus ist gestorben. Dead? Tot? Nothing can be done again. Dann können wir nichts mehr machen. But Jesus said he was sleeping. Aber Jesus sagte, er schläft. A young lady died, and Jesus and the professional mourners. Anytime I read their laugh, they are professional mourners. Okay, they can do anything. I don't know whether they were paid, but they more. Oh, 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 oh. Ein junges Mädchen ist gestorben, und da waren so, ich denke mal, professionelle Trauer. Klageweiber, okay. Klageweiber. Die dort vielleicht bezahlt wurden, um zu trauern. Und die dann die ganze Zeit getrauert haben. Und and Jesus came and said, she sleepeth. They stopped crying and started laughing. I said, what kind of thing is this? Und dann kommt Jesus hin und sagt, das Mädchen schläft. Und dann haben die vorher die ganze Zeit getrauert haben, plötzlich angefangen zu lachen. And Jesus sent them out. Und Jesus hat sie weggeschickt.
and raised her up. Und hat das Mädchen auferweckt. And I tell you what is happening around. Und ich sage euch, was um uns herum passiert. There is hope for the people of God. Es gibt Hoffnung für Gottes Volk. I'm telling you, there is hope. Es gibt Hoffnung. We only need to stand around. Wir müssen nur fest stehen bleiben. And chase the devil out of our vicinities. Und den Teufel verjagen aus unserer Gegend. In the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. See, when someone, you know, mentioned this scripture, I said, this person looked into my message somehow. Als jemand diese Botschaft, diesen Vers erwähnte, dachte ich, er hätte in meine Botschaft reingeschaut. He that is from above is above all things. Der von oben above. Ist über allem. Above. Über allem. Above devils. Über Teufel. Situation and circumstances. Über Situationen und Umstände. See them like God sees them. Sieh alles, wie Gott es sieht. You will come out a victor. Dann kommst du siegreich hervor. For greater is he that is in us. Denn der in uns ist größer. Than he that is in the world. Als der in der Welt. Christ has come to be our life. Christus ist gekommen, um unser Leben zu sein. And if he has come to be your life, und wenn er gekommen ist, um dein Leben zu sein, you will go to the top. Dann wirst du wirklich an die Spitze kommen. We were called to be at the topmost top. Wir sind berufen, an dem allerhöchsten Punkt zu sein. Amen. Amen. Not down. Nicht unten. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem and Herrn. That's what the Bible says. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Deswegen sagt die Bibel, schaut auf Jesus, den Anfänger und Veränderer unseres Glaubens. Everything you're looking for has been made available. I'm telling you, believe this. Alles, wonach du suchst, wurde bereitgestellt. Glaube dem. You singing a song, God will make a way where there is no way. Du singst dieses Lied, Gott schafft einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Er hat ihn schon gewarnt, diesen Weg. Look beyond that place where you are. Schau über den Ort, wo du bist, hinaus. There is hope. Es gibt Hoffnung. Amen. Amen. He brought hope in our darkness. Er hat Hoffnung gebracht in unsere Dunkelheit. Do you know this Jesus? Kennst du diesen Jesus? In the book of Isaiah, chapter number 9, verse 2-7, look at what it says. Wir lesen mal, was die Bibel sagt in Jesaja 9. He said, the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them have the light shine. Im Deutschen fängt es im Vers 1 an. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. I just saw someone with hip condition. Ich habe gerade jemanden gesehen mit Hüftproblemen. You will be healed in Jesus' name. Du wirst geheilt in Jesu Namen. Wow. Wow. And it's caused by darkness. Verursacht durch die Finsternis. Receive your healing in the name of Jesus. Empfange deine Heilung in dem Namen Jesus. Verse 3 said, thou hast multiplied the nation and not increased the joy. The joy before thee according to the joy in harvest. And as men rejoice when they divide the spoil. That is the kind of joy that Jesus has brought to us. Amen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Das ist die Freude, die der Herr Jesus dir gegeben hat. For thou hast broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of the oppressor, as in the day of Midian. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. For every battle of the warrior is with confused noise and garments rolled in blood, but it shall be with burning and fuel of fire. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. And I want you to listen to this different carefully, because this is Jesus talking about Jesus. Und jetzt hör ganz gut zu, denn hier geht's um Jesus. He said, for unto us a son, a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Glory to God. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen
wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. And the Bible says, of the increase of his kingdom and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and establish with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. You see, I'm talking about this Savior, Jesus. Ich spreche hier von diesem Retter, Jesus. He brought a different kind of life. Er hat eine andere Form des Lebens gebracht. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. All of heaven is locked up in Jesus. And Jesus is in us. Say amen. Ganze Himmel ist in Jesus und Jesus ist in uns. And he said, I came with a new kind of life. Und sagt, ich kam mit einem neuen Leben. Amen. Amen. A new kind of life. Einem neuen Leben. A new kind of hope. Einer neuen Hoffnung. A new kind of joy. Einer neuen Freude. I come that they may have life. Ich bin gekommen, damit sie Leben I'm haben. I'm here that they will have it in full. Und es in Fülle haben. Amen. Amen. And Jesus, this Jesus, dieser Jesus, walked in such a miraculous realm like no other person had ever experienced or walked in. Lebte in so einem Bereich der Wunde, wie kein anderer vorher das erlebt hat. That the Bible told us, die Bibel sagte uns, that if all the miracles Jesus performed were to be recorded, it said the earth will not contain the books that should be written. That's what the Bible says. Die Bibel sagt uns, dass wenn man alle Wunder, die Jesus gewirkt hat, aufschreiben würde, würde die Erde gar nicht die Bücher erfassen können, John 21, verse 25. Die von diesen Wundern erzählen. Amen. Das ist Johannes 21. The earth will not contain, I don't know, the earth will not contain the miracles. Die Erde würde diese Wunder nicht fassen. Deswegen sagte ich euch, es ist jetzt die beste Zeit zu leben. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. The best time to be alive. Die beste Zeit zu leben. Glory to God. Ehre sei Gott. You need to understand what I'm talking about. Du musst verstehen, wovon ich spreche. And when you know that Jesus came with such a life that nothing, no devil from the pit of hell will be able to stop, you will rejoice. Und Jesus kam mit so einem Leben, dass nichts. Can you say it again, please? I said Jesus came with such a life that nothing, no devil from the pit of hell will be able to stop. Jesus kam mit solch einem Leben, das kein Teufel aufhalten kann. He wants you to walk in miracles. Er will, dass du in Wundern lebst. It might be your bills. Vielleicht sind es deine Rechnungen. There is hope for you. Aber es gibt Hoffnung für dich. Don't give up. Gib nicht auf. Amen. Amen. It might be your health. Vielleicht ist es deine Gesundheit. Miracles are coming to you. Wunder kommen zu dir. I don't know what it is. Ich weiß nicht, was es ist. But I'm telling you, don't let this pass you by. I saw these angels. They were lining up, coming towards our direction. Aber ich sage dir, gib nicht auf. Ich habe diese Engel gesehen und sie waren auf dem Weg zu uns. Amen. Amen. So anything you need. Alles, was du brauchst, you get ready. Bereite dich drauf vor. Amen. Amen. You get ready. Mach dich bereit. I want you to see the book of Luke in chapter number 6. Ich möchte, dass wir Lukas aufschlagen. Lukas 6. And verse 18. Da Vers 18. Amen. Amen. You see, the reason why I'm saying what I'm saying, because God told me, as I continue to say this, the power of God will begin to move and begin to touch people and begin to heal them, and people will begin to receive special kind of miracles. Der Grund, warum ich das weiter predige, ist, weil der Herr mir sagte, während ich darüber predige, desto mehr werden die Menschen ihre Wunder empfangen. You see, like I was telling you, I discovered about Jesus, the power was in the message. Also ich habe bei Jesus gesehen, dass seine Kraft in der Predigt war, in dem, was er predigte. And do you know what he preached? Weißt du, was er predigte? Anybody here can tell me what Jesus preached? Was hat Jesus gepredigt? Kann mir das jemand sagen? What?
the message of the kingdom. Er sprach vom Reich, die Botschaft vom Reich. The kingdom of God, das Reich Gottes, is the government of heaven. Ist die Herrschaft des Himmels. The realm of the king's domain. Der Herrschaft des der königlichen Domänen. And when you speak about the kingdom, und wenn du von dem Reich Gottes sprichst, you display the beauty, the majestic splendor of our God. Du zeigst du die Schönheit und den majestätischen Glanz unseres Gottes. And wherever Jesus goes, und überall wo Jesus hinging, you know what he preaches? Weißt du, was er predigt? Kingdom. Das Reich Gottes. He sent out his disciples. Er schickte seine Jünger los. He told them, und sagte ihnen, preach the kingdom. Predigt über das Reich Gottes. Amen. Amen. And they went about talking about the kingdom of God. Und sie gingen umher und sprachen über das Reich Gottes. And the Bible said God was confirming their words. Und die Bibel sagt, dass Gott ihre Worte bestätigte. Oh, my goodness. Nur meine Güte. Oh. Oh. Glory to God. Ehre sei Gott. This is good. Das ist gut. Okay. Why was Jesus mindful of the kingdom? Warum hat Jesus immer an das Reich Gottes gedacht? I didn't go to, ich habe noch nicht mal meine Botschaft hier angefangen. Ne? Praise God. Preist dem Herrn. Right. So, because he knows that in the kingdom of God, weil er weiß, im Reich Gottes, everything you need is there. Ist alles da, was du brauchst. See, there was something that happened to me sometime. Da ist etwas mal passiert. There was a man that was sick. They brought the man. I said, "This is cool." Und da war ein Mann, der war krank, den haben sie zu mir gebracht. Und ich sagte, das ist cool. And someone asked him, what is cool about this? Und dann jemand fragte, was ist denn cool daran, dass jemand krank ist? I said, because he will be healed now. Ich sagte, weil er jetzt geheilt wird. Praise God. Das ist cool. You know, God helped me to envision the kingdom that in heaven there is no sickness and therefore there will be no sickness again in this man. You go to leave devil. Gott hat mir geholfen zu sehen, dass im Reich Gottes gibt es keine Krankheit und deshalb kommt jetzt auch Heilung in diesen Mann hinein. Amen. Amen. See, we talk about kingdom. Wir reden vom Reich Gottes. Unfortunately, what people know about the kingdom of God is our Father, which art in heaven. Hallowed be according to one little a little child said, I would keep down Kim. I don't know what kind of house is good for you. Ja, das also die meisten wissen vom Reich Gottes nur, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. And they think they are praying. Und die denken, dass sie beten, wenn sie das so runterplappern. I don't pray that prayer. Ich bete das nicht einfach nur so runter. Amen. Amen. That is not prayer. Das ist nicht, kann man nicht Gebet bezeichnen, wenn man die Worte einfach nur nachsagt. Jesus sagte ihnen, wie sie beten sollen. Du kannst natürlich dieses Gebet als Gebets rezitieren, aber was hast du damit erreicht? The disciples never repeated that prayer once. Die Jünger haben nicht ein einziges Mal dieses Gebet wiederholt. Amen. Amen. Alice, you should be able to believe what I'm telling you. Du solltest mir glauben. Amen. Amen. It's like my brother there now. Wie mein Bruder da. I go to his field, you know, in field of his profession, and begin to teach him. Wenn ich jetzt in seinen Bereich hineingehen würde und versuchen würde, ihm was beizubringen, der würde mich anschauen. He would be like Pastor Sammy. Er wird sagen, Pastor Sammy. He knew. God has blessed you with miracles. Gott hat dich mit Wundern gesegnet. Konzentriere dich darauf. See, this is not working like this. Das funktioniert nicht so, wie du denkst. I'm telling you, our Father, which art in heaven, unser that is not doing you anything. Vater, der du bist im Himmel, das einfach nur zu sagen, das bringt nichts. Listen. Hör zu. Jesus was teaching them prayer format. Jesus gab ihnen ein Gebetsformat. Do you understand? Verstehst du? So he said, when you come to God, und meinte damit, wenn du zu Gott gehst, recognize him as your father, erkenne ihn an als deinen Vater, der im Himmel ist. That you worship him. Bete ihn an. Tell him how glorious he is. Und sag, wie groß und herrlich er ist. How majestic he is. Wie majestätisch er ist. And you say, may your name be lifted up. Dein Name sei hoch erhöht. Do you understand what I'm saying? Verstehst du, was and ich sage? Und möge deine Herrschaft die ganze Erde. Das ist das Gebet, Gott anzubeten. Amen. Amen. I'm telling you, if it's working for you, I push
wenn das, ich mein Gebet für dich funktioniert, einfach okay. But don't be surprised if you pray, continue praying, that nothing is happening. You wonder why. Ja, weiter so betest, dass dann nichts passiert. Und Amen. Du dich dann fragst, warum ist das so? Praise God. Preis dem Herrn. Praise God. Preis dem Herrn. So I just want to encourage you, ich möchte euch einfach nur ermutigen, to fix your eyes on where Jesus' eyes are. Eure Augen auf die Augen sind. The kingdom. Das Reich Gottes. And you know what Jesus said? Prayer form, and he said, well, yours is the kingdom, the glory, the power, forever. Es steht dann, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Amen. When you know this, wenn du das weißt, you have boldness. Hast du Kühnheit. You know, a lot of Christians, they do things because do or heard someone say it or they saw someone do such things. So ja, they do the same thing. Viele Christen, die tun etwas, weil sie es von jemand anders so gesehen oder gelesen oder gehört haben. You know, people who say, oh God, come and heal this man. You pray in wrong prayer. It's not going to happen. Wenn du zum Beispiel betest, oh God, komm und heile diesen Mann. Das ist nicht, wie man beten soll. No, he told us to, how to heal the also sick. Musst du lernen, wie du die Kranken heilst. And I know a lot of Christians, und ich kenne viele Christen, that they put on the armor of God. Die Waffenrüstung anziehen. I put und den setzt den Helm auf und machen die entsprechende every Bewegung day. Dazu. Jeden You're Tag. Putting it every day. Jeden Tag ziehen sie die an. That means before they went to bed, they removed it. Das heißt, bevor sie ins Bett gegangen sind, haben sie die ausgezogen, oder was? Praise God. Preis dem Herrn. These are why it's not working. Und dann fragen sie sich, warum funktioniert das nicht? Do you know, er sagt, it should be inside of you. Es soll in dir sein. If faith is something that we take the, I take the shield of faith. Ich nehme den Schild des Glaubens. Everybody will be taking it. Dann nimmt den jeder. It doesn't work. Aber es funktioniert nicht so. Amen. Amen. You should have faith in the word of God. Du sollst das Glauben haben an das Wort Gottes. Amen. Many years ago, vor vielen Jahren, a pastor friend asked me, hat mich ein Freund, der auch Pastor ist, gefragt, aren't you afraid when you go to India? Denn dort gibt es so viel Hexerei und Zauberei. I said, really? Ich sagte, echt? And I told him something that shocked him. Und ich habe ihm etwas gesagt, was ihn wirklich schockiert I told hat. Him, it's in India. Wenn Gott in Indien versagt, then there is no God. Dann ist er kein Gott. Praise God. Preist dem Herrn. Either he exists, entweder er existiert nicht. And if you call God, und wenn du Gott, you should be able to understand this word God. Gott nennst, dann solltest du verstehen, was Gott bedeutet. He has no limits. Er hat keine Grenzen. He is endless. Er ist endlos. He lived in the deathless eternity in the past. Er lebte in der endlosen Ewigkeit. Endless eternity in here right now. Und lebt in der endlosen Ewigkeit jetzt hier. And will continue in deathless eternity in the future. Und wird auch in der endlosen Ewigkeit in der Zukunft sein. Yes. Der I read something about him. Ich habe etwas über ihn gelesen. In Revelation. In Offenbarung. 21, 23. Ich glaube, Offenbarung 21, 23. The Bible said there's no need of the sun and moon for the glory of God. The sun is too little to lighten this new Jerusalem. Say amen. Und da steht, das neue Jerusalem bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. I pray that God will help you to see what I'm seeing. Ich bete, dass Gott euch hilft, was ich sehe. Euch auch zu sehen, was ich sehe. You've made a decision. Du hast diese Entscheidung getroffen. For this king. Für diesen König. For this savior. Für diesen Retter. You have no reason to turn back. Du hast keinen Grund umzukehren, zurückzugehen. Hör your, zu. Your fullness, your joy is in him. Deine Fülle, deine Freude ist in ihm. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. If you don't have Jesus, wenn du Jesus nicht hast, there is no fulfillment for you. Dann hast du keine Erfüllung. There is no hope for you. Dann hast du keine Hoffnung. Remember what the Bible says. Erinnere dich einfach an He that comes from above is above all. Jesus is above. Say amen. Was die Bibel sagt,
der, der von oben ist, ist oben. He is above. Jesus ist oben. Amen. Amen. And when you know this, all will change. Da wird sich deine Welt verändern. In Jesu Namen. You need to understand this. Du musst das verstehen. You cannot help yourself. Du kannst dir selbst nicht helfen. You don't have the power. Du hast nicht die Kraft dazu. Ability to do that. Du hast nicht die Fähigkeit dazu. The Bible says, no man has power of his neighbor. Jesus, oder die Bibel sagt, niemand hat die Macht, sein Leben oder das Leben seines Nächsten zu retten. A lot of people in a bit that they call God. Those things are no God. Only Jesus is the way. Only. Irgendwie Erfüllung zu bekommen, vieles ausprobiert und sind in verschiedene Systeme hineingegangen, die sie Gott nennen. Aber das ist kein Gott. Nur Jesus, in Jesus haben wir Gott. They have gone into a lot of things. Die haben vieles ausprobiert. It will fail. Aber es wird alles versagen. Esoteric, call the names. Call. Esoteric oder die ganzen Sachen, was man da aufzählen kann. They will not take you to the true God. They will not. Das bringt dich nicht, führt dich nicht zum wahren Gott. You need Jesus. Du brauchst Jesus. Jesus is not one of the gods. He Jesus is the nicht God. Einer der Götter. Er ist Gott. Amen. Amen. He is the only way, and he's announced it. Er ist der einzige Weg, und das hat er gesagt. And when you receive him, und wenn du ihn annimmst, love. Dann hat das Leben angefangen Say für dich. Amen. Sag Amen. I don't know where you are right now. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. But I'm telling you this because a miracle is beginning to happen in the name of Jesus. Aber ich sage dir, das war Wunder gerade jetzt anfangen zu geschehen. I don't know if anyone watching me or someone here. I saw someone with a torn ligament. Ich weiß nicht, ob das jemand hier ist oder jemand, der zuschaut oder online zuschaut. Ich habe jemanden gesehen, der hat ein gerissenes gerissenes Band. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. I command the creative ability of God to begin operating you right now. In dem Namen Jesus befehle ich, dass deine schöpferische Kraft jetzt wirkt, Herr. And I command your ligament to be recreated in Jesus' name. Und dass dieses Band wieder vollkommen hergestellt wird. Oh, Master, I give you praise, Master. I give you praise, Master. Ich preise dich, Meister. I glorify you. Ich verherrliche dich. You are worthy, Jesus. Du bist würdig, Jesus. Glory to your name, Jesus. Ehre sei deinem Namen, I worship you, Jesus. Ich bete dich an, Jesus. Oh, glory to God. Ehre sei Gott. Ich werde jetzt hier aufhören. Ich werde dich bitten, aufzustehen.